Naturburger. Oh, wow. Wie delikat. Geht rein, Jungs. Schmeckt irgendwie wie das Innere eines Rasenmähers. Ich glaube, meiner besteht hauptsächlich aus Steinen. Die nennen wir hier draußen Waldtomaten. Ein Baby-Bubi-Burger. Mit Kinderstuhl und Lätzchen. Ich bin 68 Jahre alt und ich will einen Krabbenburger. Dein Baby-Bubi wird gleich kalt. Soll ich dich füttern? Riss es selber, Opa. Oh. Nennen wir also als Yeti-Grill gut. Und alles wegen Thaddäus. Hey, hört ihr das denn auch? Meinst du das Brutzeln meines eigenen scharf angebratenen Fleisches? Nein, ich meine das Knurren eines hungrigen Kundenmagens. Er will uns nicht fressen, weil wir faul sind. Er will uns nur fressen, weil er Hunger hat. Freunde, überlasst das mir. Hervorragend, Mignon. Ihm schmeckt es. Und er weiß, was sich als Kunde gehört. Hier, bitteschön, Sir. Ein King-Size-Ultra-Burger-Spezial à la Küchenchef, doppelt frittiert und am Stiel. Danke, du Guter. So ein Schwachkopf. Wie meinen? Sie haben die Mayonnaise vergessen. Zu gütig. Seht sie euch an, wie sie dieses Dreckzeug fressen. Ist das ekelhaft. Die sind doch alle krank. Hey, gibt's hier was zu essen? Ja, Sir, wir haben bunte Burger. Der ist ja grün. Grün. Mr. Kretz hat doch recht gehabt. Was fange ich jetzt bloß mit all den Dingern an? Hey, der eine ist ja lila. Lila ist meine Lieblingsfarbe. Der ist gar nicht schlecht. Hey, Wild! Bunte Burger sind die beste Idee überhaupt. Thaddäus? Was denn noch? Ich will keine Rinde auf meinem Sandwich. Das ist ein Brötchen, das hat Rinde rundherum. Wie soll ich die Rinde von dem Brötchen entfernen? Durchschälen. Zufrieden? Ich hab Hunger. Kein Problem. Zwei Burger kommen sofort. Ihr Kritzelburger, mein Herr. Schmeckt seltsam. Ja, sie sind so ein Hauch trocken. Ich nehme einen Krabbenburger. Ja, originell. Und mit extra Zwiebeln. Oha, sind wir heute mutig. Ein Krabbenburger, extra Zwiebeln. Eine Quasselbude kommt sofort. Erst Brötchen, dann Boulette, gefolgt von Ketchup, Senfgürkchen, extra Zwiebeln, Salat, Käse, Tomate und Brötchen in dieser Reihenfolge. Eine Quasselbude fertig. Wie du meinst. Hier drin muss es was Leckeres geben. Nein. 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 Hä? Oh nein! Na, sieh mal einer an! Nachtburger! Jetzt hast du wohl den Bogen raus! Na, Nachtburger? Das Essen ist fertig, Leute! Mm, sehr schön! Nachtburger! Köstlich! Rauchig. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell du die ganze Stadt wieder aufgeblasen hast, SpongeBob. Ja, die ganze Stadt und diese neue krosse Krabbe. Ja, die Filiale ist eine tolle Idee, Minion. Ich hab mir hier schon blasenmäßig die Taschen vollgesteckt. Wie steht denn der Umtauschkurs von Blasengeld? Das tauscht niemand um. Das war's. Wir verschwinden. Apollo SpongeBob hebt ab.
Oh ja. Ey, Kumpel, was hast du denn da? Nun, es handelt sich um ein Loch, guter Mann. Wissen Sie, für uns Schwämme ist es typisch, dass... Das meine ich. Ach das ist ein ganz normaler Krabbenburger mit Quallengelee-Aufstrich. Ich nenne diese Kreation Krabbenburger mit Quallengelee. Könnte ich auch. Aber natürlich. Unglaublich. Der ganze Ozean muss davon erfahren. Lass mich raten, Winzling, einen kleinen Salat. Ich nehme einen Doppel-Trippel-Chefburger auf Floß. Vierfach tierisch gebraten mit extra Kiesel, mit Glanz und Gloria und einem Hauch Achselschweiß. Zum Heulen scharf, verbrannt und zack, zack. Wir führen hier nur Nahrungsmittel, Sir. Und fertig, Thaddäus. Blubberberg. Dieser Betrüger will also einen Krabbenburger. Und bei Neptun, den soll er auch bekommen. Dem zeige ich jetzt, was eine Killerkrabbe ist. Mach mit oder du bist gefeuert. Es ist zwar nicht meine Art, aber es wird sicher super komisch. Seepferdchen, mehre dich das schärfste Zeug im ganzen Ozean. Oh, warte mal. Ich habe noch ein paar abgeschnittene Zehennägel im Büro. Hoppla, jetzt ist dem jetzt Klo gefallen. Dann fisch ihn wieder raus und trockne ihn mit einer Turnschuhsocke. Also, das ist der teuflischste Krabbenburger, der jemals gemacht wurde. Ich nenne ihn den Killerburger.